15.210 Euro. Das ist das stolze Ergebnis des Sponsorenlaufs der Beruflichen Schule für Wirtschaft und Verwaltung Schwerin. Schüler der 11. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums haben das Event organisiert, bei dem Sponsoren einen vorher festgelegten Betrag pro gelaufener Runde des Jugendlichen zahlten. TV Schwerin hatte berichtet. Das Spendengeld kommt zum einen der Kindertafel und dem Förderverein der Kinderklinik zugute. Mehr als 2.600 Euro werden aus aktuellem Anlass für die Opfer des Hochwassers gespendet.